Moin Moin aus Madeira, Cody der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute haben wir das erste FIFA 21 Taktikvideo. Ich konnte ja schon relativ früh mir einen Eindruck verleiten lassen von FIFA 21, da ich die Beta zocken konnte. Ich glaube, fast jeder E-Sportler hatte Zugriff zu der Beta. Dementsprechend konnte ich mir schon ein bisschen ein Bild machen zu den gesamten Taktiken und kann euch da auf jeden Fall ein bisschen was erzählen, was in FIFA 21 aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Ich nehme das Video gerade am Release Day auf, also am 6.10. Das heißt, wenn es irgendein Patch gibt oder so, dann werde ich natürlich direkt ein Taktikvideo wieder droppen, weil ihr wisst selber, wie krass ein Patch natürlich das Spiel beeinflussen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt am 20. das Video gerade schaut und es kam in der Zeit ein Patch, kann das schon sein, dass diese Taktiken vielleicht nicht mehr so gut sind, weil halt eben der Patch war. Also hoffen wir alle mal, dass es kein Patch gibt in FIFA 21, der das Spiel wieder komplett change wird. Aber das ist natürlich nie gegeben, das weiß ich natürlich nie. Lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen, unterstützt den Kanal sehr. Und ich würde sagen, ich zeige euch meine Taktiken, mit denen ich bisher gespielt habe. Let's go! Okay, kommen wir zum Grundsätzlichen. Also in FIFA 21 ist es eigentlich genauso wie in den letzten FIFA-Teilen. Nämlich hat sich hier nichts geändert. Für die Leute, die sich jetzt nicht informiert haben, werden wir immer noch zurückfallen lassen. Ausgeglichen, Druck nach Fehlern und Pressing nach Ballverlust, ständiger Druck. Ja, also da hat sich nicht wirklich viel verändert. Und Breite, Tiefe und so. Ihr seht das im Menü, also da hat sich wirklich nicht viel verändert. Und da kann ich euch sagen, da spiele ich aktuell bei Tiefe auf 3. Breite habe ich so gelassen. Mir ist aufgefallen, dass wir in FIFA 21 aktuell so welche Fälle haben, dass die Defensive relativ hoch steht. Also ihr müsst auf jeden Fall auf 3 aktuell spielen, ist meine Meinung. Ich habe so viele Tore kassiert, weil ich zum Teil auch das hier ausprobiert habe, mal das. Ja, und selbst das bei 5 finde ich relativ hoch. Also aktuell würde ich auf 3 spielen. Ein bisschen Play it safe. Weite, wie gesagt, bleibt auf 5. Dann haben wir ausgeglichen, auch bei dem Offensivstil. Breite bleibt hier. Spieler im Strafraum habe ich bei 4 gestellt. Ecken habe ich auf 2 und Freischüsse habe ich auch auf 2. Einfach damit die Absicherung hinten stimmt. Und so könnt ihr auf jeden Fall mal in FIFA 21 reinstarten. Also damit könnt ihr wirklich nicht viel falsch machen. Ich habe wirklich schon alles ausprobiert. Was ich gar nicht mal so schlecht finde dieses Jahr ist Pressing nach Ballverlust. Da müsst ihr aber höllisch aufpassen, dass das nicht in die Hose geht. Also da müsst ihr euch schon komplett konzentrieren. Gerade weil in FIFA 21 es so viele Lücken gibt in der Defensive, wenn ihr nicht gerade tief steht. Deswegen probiert es erstmal mit ausgeglichen. Da könnt ihr wirklich nicht viel falsch machen. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so aktuell habt. Aber das sind auf jeden Fall so meine Einstellungen, mit denen ich bisher sehr, sehr gut auf das Spiel klarkomme. Und dementsprechend kann ich das auf jeden Fall euch empfehlen. Kommt natürlich auch immer darauf an, welcher Spielertyp ihr seid. Wenn ihr so ein Spielertyp seid, der natürlich sehr, sehr gerne Ballbesitz spielt, dann kann ich euch natürlich auch empfehlen, andere Taktiken zu spielen. Aber grundsätzlich finde ich ausgeglichen schon am besten. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil ihr wisst ja, ich lese mir jeden Kommentar durch und dementsprechend kann ich individuell auf jeden Kommentar von euch eingehen und euch Fragen beantworten, wenn ihr sagt, hey, wie findest du die 4-1-2-1-2-2? Dann kann ich da noch mehr vielleicht ins Detail gehen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne in die Frage. Ich bin auf jeden Fall da für euch, um sie zu beantworten. Und ja, was auch ganz wichtig ist, ich glaube, dieses gesamte Taktikthema ist für 21 sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich habe schon so oft beobachtet, vielleicht wenn ihr jetzt auch schon gezockt habt, ich habe so viele Tore über die Außen bekommen. Das heißt, prinzipiell würde ich schon Formation benutzen. Enge Raute ist schwierig, weil aus meiner Sicht aktuell, wenn du enge Raute spielst, hast du weniger auf den Außen. Also der LM und der RM, der geht dann überhaupt nicht nach außen. Und ich mag es gerne, wenn der LM und RM zumindest ein bisschen hinten drin ist. Und dementsprechend würde ich schon Formationen nehmen, die zumindest außen ein bisschen gut stehen hinten. Weil das ist mir jetzt schon aufgefallen. Also das kann ich euch verraten als Tipp. Versucht wirklich eure Außen zu decken, weil die meisten Angriffe, also ich sage sogar von den Profis, 70, 80% kommen wirklich nur über die Außen, weil das aktuell sehr, sehr effektiv ist. Ihr wisst, Flanken sind gut und wenn ihr natürlich dann jemanden habt, der, ja, ich weiß nicht, irgendwie Adama Traoré auf den Außen spielt und dann in der Mitte auch noch Ronaldo hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Deswegen folgt bitte den Tipps, weil, ja, keine Ahnung. So. Das ist auf jeden Fall die neue Meta in FIFA 21, wie Leute es nicht wissen. Und Kopfbälle sind wieder sehr, sehr stark. Deswegen passt da auf jeden Fall bitte auf. Ich habe meine meisten Games im Draft gemacht. Das muss ich euch nochmal anmerken. Im Draft ist natürlich das Gameplay anders. Trotzdem kann man im Draft sehr, sehr viel lernen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt Mbappé, Kanté und Neymar. Aber ich kann euch sagen, zu den Anweisungen
es ist genauso wie in FIFA 21. Also es gibt wirklich keine anderen Möglichkeiten. Allerdings, was ich euch empfehlen kann, ist beim Stürmer überlaufen. Bei dem Sechser, in dem Fall Kanté, einfach mit abdenken. Also das ist genau wirklich gleich geblieben. Hinten beim Angriff bei den Links- und Rechtsverteidigern auf jeden Fall auch. Beim zweiten RZM könnt ihr auf jeden Fall auch mit abdecken machen. Eventuell kommt drauf an, welches Spiel ihr habt. Könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Casemiro habt, dann würde ich den auf jeden Fall auch hinten beim Angriffen geben. Aber ansonsten war es das auch schon von den Anweisungen. Also es ist wirklich nichts passiert. Von FIFA 20 bis zu FIFA 21 ist wirklich gar nichts passiert in diesen Taktiken. Deswegen könnt ihr da eigentlich entspannt zurücklehnen. Es ist wirklich nichts Neues und das ist auf jeden Fall meine erste Taktik. Ich zeige euch, glaube ich, noch eine Alternativtaktik für die Leute, die jetzt nicht auf diese Taktik klarkommen, damit ich euch was zeigen kann, was ihr noch benutzen könnt. Nämlich habe ich mich entschieden für die zweite Taktik, nämlich Pressing nach Ballfluss, wie ich euch schon vorhin gesagt habe, wo ihr extrem aufpassen müsst. Ich habe hier eine Tiefe nach oben gestellt und ihr könnt es ja einfach auch ganz entspannt kopieren. Spieler im Strafraum ist bei 5 und das ist schon, sage ich mal, eine Taktik, die ich eher benutze, wenn ich hinten liege. Dementsprechend würde ich da extrem mit aufpassen, weil Pressing nach Ballfluss erstmal geht die Ausdauer natürlich viel schneller weg als bei ausgeglichen, weil die Spieler immer der hecheln, weil der Ballfluss da ist und ihr dementsprechend natürlich presst. Und auf der anderen Seite ist natürlich mit sehr, sehr viel Risiko verbunden, weil ihr sehr, sehr oft stehen wird. Und wie gesagt, das ist eine Taktik, die ich wirklich nur spielen würde, aktuell, wenn ich hinten liege und ein Tor brauche. Und das ist wirklich nur bei einem Tor. Wenn ich 3 Tore hinten liege, dann mache ich die Dreierkette rein und dann geht's Abfahrt nach vorne, das ist klar. Aber bei einem Tor würde ich auf jeden Fall Pressing nach Ballverlust spielen, das ist klar. Kommen wir zu den Formationen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Wo ich vielleicht sogar ein extra Video dazu mache, aber ich mache es auf jeden Fall noch in diesem Video. Also ich habe aktuell bisher sehr, sehr viel die 4-4-2 gespielt, in der Beta, hatte ich 4-4-2. Dann hatten wir sehr, sehr oft die 4-2-3-1, die natürlich nach wie vor eine absolute Meta-Formation ist. Was ich euch empfehlen kann, was neuerdings auch gar nicht mal so schlecht ist, wo ist die gute Formation? Das ist nämlich die 4-5-1-Formation. Nikolas kennt ihr wahrscheinlich, den E-Sportler, der mein ehemaliger Teampartner war beim FC Basel. Hat die, glaube ich, sogar empfohlen. Das 4-5-1 ist eine sehr, sehr gute Formation, kann ich euch sagen. Testet die auf jeden Fall gerne mal aus. Und ich feiere die auf jeden Fall, finde die sehr, sehr nice. Und ist mal so eine Formation, die nicht jeder auf dem Radar hat. Deswegen vielleicht, wenn ihr diese Formation spielt und ihr spielt gegen eure Freunde, habt ihr vielleicht den Vorteil gegenüber der 4-2-3-1? Müsst ihr mal schauen, wie gesagt, im Release Day. Und ich habe auch nur meine ersten Eindrücke, aber probiert es gerne mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die findet. Ja, das soll es vom Video gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich lese jeden Kommentar auf dem Kanal und versuche euch immer zu helfen. Deswegen, ja, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, das war's vom Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Euer Goldfinisher. Ciao.